Unser Arbeitstag startet morgens um 7. Wir haben meistens schon unsere Arbeitssachen angezogen. Dann finden wir uns in der Besprechungsecke zusammen, gehen dann die jeweiligen Kundenaufträge für den Tag durch, teilen uns dann je nachdem ein, wie viele Leute da sind. Meistens haben wir dann schon auch eine Materialliste zu den Aufträgen gegeben. Danach packen wir dann am Morgen zusammen, laden das dann ins Auto ein und fahren dann geschlossen zur Baustelle. Kundendienst machen wir Wartung an den Anlagen, dass die halt jährlich gereinigt werden und überprüft werden, dass sie halt noch einmal frei funktionieren und halt die besten Werte erzielen. Oder ja, halt generelle Reparaturarbeiten, falls ein Rohrbruch vorliegt oder ein Bauteil defekt ist oder auch komplette Erneuerung einer Heizungsanlage. Man hat als Frau auf jeden Fall Chancen im Handwerk, einen guten Stand zu finden und sich da auch weiterzuentwickeln. Und ich habe da nur positive Erfahrungen eigentlich bis jetzt gemacht. Wenn ich am Ende des Tages sehe, wow, das habe ich gebaut. Gebaut einfach mit meinen eigenen Händen. Das finde ich super cool. Für mich hat das Handwerk absolut goldenen Boden und super viele Zukunftschancen für junge Menschen gerade. Ja, wir stehen hier auf dem Dach und hinter mir ist eine Solaranlage zu sehen. Wegen dem Thema erneuerbaren Energien, die sind ja heutzutage auch wichtig und sowas lernen wir halt in der Ausbildung auch. Der Zusammenhalt ist mehr ein Familienunternehmen und die Atmosphäre hier sehr ruhig und entspannt. Also wir sind genau ein Team, wir arbeiten ganz gut zusammen, wir kommen immer klar und unser Chef ist auch toll, zusammenarbeiten mit unserem Betrieb, das macht wirklich Spaß. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Praktikum zu machen. In der Regel so 1-2 Wochen, weil dann lernt man doch schon ein bisschen was von dem Beruf kennen. Komm in unser Team, wir freuen uns auf dich.